Andi, ich steck bis zum Hals in deinem. Ja. Ja. Bin ich gewohnt, dass da die Leute drin stecken. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer. Und ich begrüße an meiner Seite der liebe Andi von The Green Spirit. Jawollo. Oder auch bekannt als der Green Spirit Uncut, Glorious Andy, Mr. Unbreakable und so weiter und so fort. Aber wenn dann nur in The Forest in FIFA leider. Geschichte nicht mehr reden. Ja, leider in FIFA kann man ja nicht mehr davon reden. Aber vielleicht noch wenigstens in The Forest. Ja, und natürlich auch am Start Flo von For You, The Shizzle for Fizzle, My Nizzle aus dem Saarland. It's a me, der Saarländer. Genau. It's richtig. wir sind natürlich wieder im Forest. Wie soll es anders sein, wenn man mit dem Saarländer spielt? Du hast dich jetzt aber nicht richtig vorgestellt. Jeden von uns mit Spitznamen, nur dich nicht. Du bist der Hasenkäfigmann. The greatest. Nein, der Hasenkäfig. Der super sympathische. Lauschi ist der Goat, weißt du? Everybody's Darling. Ja, nach mir kam der Goat Simulator. Ich glaube, er hat einen Schlaganfall, er redet Blödsinn. Ja. So, wir werden uns jetzt aufmachen in die Höhle, in der wir als allererstes waren. Wir haben jetzt den Kletterhaken in der letzten Folge besorgt. Oder in einem der letzten Folge, ich weiß nicht, ob es die letzte war. Nein, es war, glaube ich, die vorletzte, weil in der letzten waren wir ja bei der Yacht. Gut. Dann werden wir jetzt, wir haben ja jetzt den Kletterhaken, das heißt, Nein, Andi, meine Falle, die habe ich jetzt so sorgsam wieder aufgebaut. Und er lernt mal einfach so drüber. Ja, Mr. Unbreakable, kann mir nichts anhaben, die Falle. Ja. So, ich nehme noch ein paar Stöcker mit, dass wir uns eventuell... Speifrei seit 03. So. Es gab ja einen neuen Patch und jetzt gibt's auch neue Gegner, neue Texturen. Bei Markus hat's nichts geholfen, der sieht immer noch scheiße aus, aber die Umgebung sieht jetzt ein bisschen nicer aus. Ja, ja, ist richtig. Seht ihr ja, ne? Ich mach das ja immer mit Facecam, die anderen trauen sich ja nicht. So, jetzt war die hier irgendwo, war die? Die war weiter da hinten. Ach, da vorne. Ich sehe schon. Bei den Felsen. Bei den Felsen hier war die. So. Wadi. So. Ach, durch diese. Als erstes in die Spalte rein. Durch diese enge Spalte müssen wir kommen. Durch den Schlitz. Ja. Ja, das in diese geile. In diese geile Katakombe. Ne? Ja. Hallo. Diese Folge heute kennst gesponsert von Vaseline. Hallo. Oh, ich habe Münzen gefunden. Ich hab abgehangenes Fleisch gefunden. Ich hab Rolex gefunden. Rolex hab ich auch gefunden. Ich bin mal gespannt, ob die Gegner nachgespawnt sind. Aber war in der Höhle waren wir ja schon, ne? Ja, genau. Das war die Höhle, wo dir und mir die Kletteraxt gefehlt hat. Der Andi ist ja ohne zurechtgekommen. Ja, der hat gleich schon die Deswegen dürften Wege die gemacht. Eigentlich, also wie ich es gelesen habe, dürften die eigentlich nicht mehr gespawnt sein. Na, Feinde in Höhlen spawnen normal nicht, aber man weiß ja nie, ob nicht irgendein Witzbold mit dem neuen Patch was geändert hat. Richtig. Hast du jetzt Feuerzeug wieder nehmen sollen? Was immer so schön ist, wenn man mit Feuerzeug runterklettert. Oh, ein 486er. Ja, den kannst du aufmachen. Also gut, die Feinde spawnen nicht nach, aber irgendein Idiot hat den Holzbaum wieder aufgestellt. Meine, der hat aber einen Hard Case. So. Achtung, hier ist Wasser. Lautschi. Ja. Ich mag Wasser. Riecht man gar nicht. Ja. Doch heute schon. Ja, weil morgen Weihnachten ist, meinst du? Hast dein jährliches Bad hinter dich bekommen. Ach, Bad. So, dann gehen wir mal hier runter, oder? Ja. Ja. Ich bin ganz überrascht. Wir sind seit ein paar Sekunden in einer Höhle und Markus ist noch nicht ertrunken oder irgendwo runtergefallen. Runtergefallen ist, ist mehr so... Farbe, Pinsel. Oh, krass. Und Snack.
Ich habe mich jetzt angemalt. Das ist keine gute Idee. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ganz viel Lack am Malen. Das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Oh, was habe ich denn jetzt gefunden? Ich habe was gefunden. Oh, geil. Ich habe eine, guck mal, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe auch eine Taschenlampe. Hatte ich schon lange. Oh, geil. Ja, du hast dich aber auch angemalt. Die hattest du schon lange und hast sie nie benutzt. Ich habe sie die ganze Zeit benutzt. Sie braucht aber Batterie. Man weiß ja nie, wann man mal jemanden trifft, der eine Batterie braucht. Ja. Die Batterien nimmt Flo für einsammeln. Ich habe da eigentlich eine Frau für. Ja, hier auf dieser Insel. Oh, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Flo ist halt einsam in the forest. Ja. Deswegen wollte ich ja den Krokodilkopf behalten, den ihr mir geklaut habt. Ah, hier bin ich, glaube ich, letztes Mal runtergefallen. Gut, wir müssen hier runter. Da hörst du die ganze Zeit nachts also immer, scharfe Zähne. Ah, ah. Ja, es gibt halt keine Noppen, man muss sich halt Zähne holen. So. Boah. Jetzt die berühmte Glasscherben, oder? Die berühmte Abseiltechnik, die ich so feiere. Ja. Geht aber nicht an die Klettertechnik. Und das Gestöhne dazu. Denkt euch euren Teil jetzt. Oh, da geht's aber runter hier, mein lieber Mann. Ach Gott. Ich weiß noch nicht, ob ich mit euch beiden eigentlich in eine Höhle will, ne? Du bist schon mit uns. Also ja. So oder so vorbei. Ah, diese Kletteranimation, die sieht einfach so gut aus. Ich muss halt jetzt wieder auswählen, hä? Nein, außen. Geht auch so, probier's ruhig. Nein, geht auch so. Der nimmt die automatisch. Ja, nehm ich auch. Leute, du kannst dich runterlassen, du bist vorbei. Ja. Ich bin mal gespannt, was er den Abflug macht. Der bringt sich eigentlich immer unsere Kamera in lebensgefährliche Situationen. Oh, Andi. Oh, da ist doch auch was. Oh, die doppelte Hand. Wow, was ist denn das hier? Andi, ich steck bis zum Hals in deinem... Ja. Bin ich gewohnt, dass da die Leute drin stecken. Aber was zu mir was sagen? So. Weiter geht das. Alter, geht es hier weit runter. Was war denn da an deinem Fuß? Ach, die Bibel. Der Holy Bible. Die Bibel. Ja, ich hab die Bibel. Ja, ich hab die Bibel gefunden. Ich glaube, wir müssen jetzt darüber klettern, ne? Oder runter. Ja. Runter, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich frag mich, was in dieser Höhle alles gibt. So. Ich kann mich hier nicht festklammern. Oh Gott, ich höre irgendwas. Wo bist du denn? Auf dem Weg nach unten. Nee, stimmt, geht nicht. Guck mal, wir müssen da auf die andere Seite. Da geht ein Seil und dann müssen wir nochmal hoch. Und jetzt? Geht weg. Wo bist du denn? Unten! Oh Gott! Wie unten? Hau ab! Du blöd Vieh! Oh Gott! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, keine Ahnung, wo du bist. Ich bin unten. Ja, wie unten? Hey, unten. Gibt's am unten oben? Am Ja, es gibt hier verschiedene Untergänge. Du bist anscheinend, hast du uns nicht... Was macht ihr da oben? Ja. Guck mal nach unten. Nö, warum? Da bin ich. Ja eben, deswegen ja nicht. Leck dich. Ja. Wenn ich hier da oben bin, nehme ich hier die Taschenlampe ab. Warte mal, wir müssen wieder runter. Wir müssen wieder runter, Lautchen. Weil hier kommen wir her. Ich weiß nicht, wo es hier runter. Ja, ich weiß nicht, wo es hier runter geht. Ey, ihr müsst auf die andere. Ach so, ja, ich weiß was. Was. Halt, ich komm wieder. Ja, Andi, das ist jetzt ein bisschen kritisch, was du da machst. Warum? Ich weiß nicht, ob du da, wo du jetzt bist, runterkommst, richtig. Ach, hier komme ich nicht runter.
Warte mal, ich bin jetzt gerade oben, dann kann ich versuchen, dich zu loten. So, ich bin jetzt hier im Stein. Ah, okay. Ja, genau, jetzt bist du richtig. Ach, ihr seid dann wieder hoch, ja. Genau, du musst weiter nach links und also doch jetzt. Dann bist du auf so einem kleinen Ding da. Und wenn du auf dem Ding bist, musst du da rüber. Lauchi, kommst du runter? Ah ja, du kannst jetzt hier runter, genau. Immer diese genauen Erklärungen. Wenn du da auf dem Ding bist, kannst du da runter, dann ist da nochmal so ein Ding. Richtig, genau. Du musst dich mit dem Ding festhalten. Links halten, Lauchi. Nein, ruhig weiter. Links, alles links. Gut. So, jetzt kannst du runter. So, ihr dürft da jetzt mal runtergehen. Hast du wieder deine Verwandtschaft getroffen? Oh ja. Ist der direkt da unten? Ja, es sind zwei Stück. Oh, warte mal kurz, noch nicht runtergehen. Warte mal kurz, ich habe eine schöne Überraschung für die. Wenn du jetzt irgendeinen Sprengstoff runter wirfst. Mach ich. Oh Gott. Blätter! Mach einfach ein Blätter! Oh Gott! Ich bin direkt unter uns an, die Treffstufen draußen. Es sind nur zwei Kannibale, aber das ist so ein saublöder Boden da unten. Mit Wasser und allem. Okay. Da, ich bin unten. Hab ich mich in der Ecke festgeklitscht. Da sind sie. Da kommen sie. Habt ihr mich vermisst? Daddy is in the home. Oh, ich komme mal von der sein. Oh. Ah, Baby. Ach, die ganze Family. Säuglinge töten, yay. Ja. Die Familien aufgeben. Oha, jede Menge Kiddies. Ja. Die warten auf ihren Daddy, Mensch, ja. Jetzt aber auch einen Hunger. So. Ja, euer Daddy ist da, Flo. Begrüß mal deine Kiddies. Da lässt man sich einmal auf den Felserin rein und so kommt dann raus. Also. Gut so, Andi, geh ruhig vor. Ja. Hier dann müssen wir nochmal durch den Spalt. Oh ja. Ich will als letztes. Vorsicht. Oha. Geh ruhig weiter. Da geht's geradeaus. Kannst ruhig weitergehen. Ja, du mich auch. Hab doch gesehen, was dabei rauskommt. Und tschüss. Da unten ist Wasser. Und eine Druckluftflasche. Aha. Komm mal hier durch. Hast du wieder eine Schatzkarte? Ein Glory Hole. Glory Hole. Da passt da gerade so noch rein. Ja. Manchmal ist auch der Wunsch der Vater des Gedankens. Ne? Nein, er ist ganz klein, aber sehr breit. Und das? Ach, eine Druckluftflasche. Auch nicht schlecht. Ich frage mich auch immer, warum For You ihre Fan-Treffen auf so Autobahnparkplätzen macht. Ja, du weißt ja nie, wen du triffst. Markus, da unten ist Wasser. Geh ruhig mal vor. Ach ja. So. Krass. Flo, was machst denn du da unten? Er taucht. Ich sammle irgendwas ein, da glänzt was. Ich bin da wie eine Elster. Okay, ich habe was eingesammelt, aber ich habe nicht angezeigt bekommen, was ich eingesammelt habe. Okay. Dann brauche ich nicht. Muss er. Hier sind wieder Zelte. Sehr gut, da finden wir wahrscheinlich was. Da finden wir bestimmt was. Ja. Hier können wir auch übernachten. Ja, was wollen wir denn übernachten?
Vielleicht gibt es einen Erfolg. Nee, gibt's nicht. Nicht? Oh, was haben wir hier? Zähne? Nee, was sind das? Nee, ach, Finger Penen. Sind das. Nein, das sind Penen. Ach so. Kleine. Oh. Ey, lass mich doch erstmal meine Axtruhe anzünden, du Mistvieh. Aber echt. Ja, du kriegst gleich auch eine mit. Zack. So. Hätten wir das doch mal wieder. So, Zähne. Ah, oh, ich könnte mal wieder was essen. Mama, ich habe aber Snacks dabei. Vorne ist irgendwas. Oder? Und eine Soda. Alles gut wieder bei mir. Tabletten. Ich glaube, das Zeug hält jetzt ein bisschen länger. Also die Soda, eine Soda hat jetzt gelangt, dass... Ja, habe ich auch festgestellt. Hier gibt es Medizin, brauche ich aber nicht, habe ich genug. Schmerztabletten, geil. Ja. Klopf. Oh, reiß die Mauern ein. Komm her. Ja, gut. Reiß die Mauern ein. So. Alright. Achtung, hier sieht's irgendwie nach Army, Beini, irgendwas anderen großen Fetten aus. Also. Es sieht hier nach Battleground aus. So, gleich mal hier rein bei den Toten. Wer dich als Freund hat, Flo, ne? Ja. Der sollte sich glücklich schätzen. Ja. Nee, ich gehe noch in die andere Richtung. Ich loote da noch weiter. Hier ist noch ein Zaun. Ach, hier kommt man gar nicht mehr zurück. Man kommt hier nicht mehr zurück. Saarländer und Freunde, das sind zwei Sachen, die passen einfach nicht. Ich habe auch keine Freunde, ich habe nur eine ausgewählte Sammlung an Irren. Richtig, genau. Ach, übrigens, Glückwunsch. Da hinten ist noch was, ich habe da hinten noch einen Geheimgang entdeckt. Wo? Da unten, da war noch ein Zaun. Da ging es noch weiter. Ah, okay. Gut, dann gehen wir wieder runter, oder? Ein Zaun. Ah! Baby! Ich zahle keinen Unterhalt! Ja. Ich hab's dir doch schon mal gesagt. Ja, oh Gott. Alter! Nein, Baby. Wo sind die Drecksviecher? Jetzt an einem besseren Ort. Eine Kiste. Wieso? Ist doch wieder heim, ne? Oh Gott, Beini! Oh, Beini mit Titty. Ach, Beini mit immer Titty? Weiß ich nicht. Genau, burn sie doch mal hier. Warte. Oh, scheiße, ja, sie brennt. Nice! So, Achtung, weg! Aus! Das ist ein Felser, schießt mich. Ey, mit euch und Kai Bogenschießspiel, ne? Ihr stellt euch immer in den Weg. Also, das macht man halt im direkten Nahkampf an die. Genau. Das ist eine Männersache. Genau. Flo will ja mal anfassen. Ja, vielleicht. Baby. Wenn sie schon die Beine breit macht. Alle ab.
Da ist ein Baby links neben dir. Ah, wie gut dich um den Nachwuchs kümmerst, ey. Jetzt muss doch hier irgendwo was Cooles sein, wenn da hier ein Bein war. Also hier war noch ein Gang, hier. Guck mal, was da hinten ist auch noch gerade. Da oben ist vielleicht irgendwas, wo du hier... Ja, möglich. Da oben war, also dadurch war bei mir nichts. Hm. Gehen wir doch einfach mal am Höhlenrand lang. Ich meine, irgendwann werden wir ja mal auf irgendwas treffen. Wo war der Zaun? Oh, guck mal, hier ist ein kleines Lager. Zu dir. Ja, bei mir ist ein kleines Lager. Okay. Ah ja, da ist eine Kiste. Yay, leere Holzkiste. In Polen, da hatte ich mal ein Lager. Alter, ja. Also hier scheint nichts zu sein. Ach, da ist noch was. Ach, Bruder. Was schwimmt denn da? Bruder ist gut. Ach, cool, Fische. Ah, geil, ich hab das Papier. Fischermann. Ah ja, genau. Ausgewachsene Silberfische. Ich hab das letzte Mal bei dir gesehen, Mann. Kennst du ja. Ja, von dir. So, wo war jetzt die Bretterwand, wo wir noch durch können? Die war rechts von uns, aber vielleicht ist hier ja auch noch was. Möglich. Eine kleine Tropfsteinhöhle. Okay, da unten ist definitiv was. Was ist denn das? Da leuchtet irgendwas hin, das sieht aus. Ach, ich geh einfach mal runter. Was soll ich machen? Ja, mach mal. Es gibt ja keine Unterwasser. Ja, mach dir mal. Mach dir mal. Generatoren? Aber du hast die Kacke, ich hätte die Taschenlampe ausrüsten sollen. Naja, so tief komme ich nicht. Nee. Geht nur mit Taucherflasche. Ja. Gut zu wissen. Ja. Aber die Holzwand, die war noch da hinten. Da waren auch noch ein paar Gegner, habe ich gesehen. Ja, wo? Okay. Ich bin? Da hoch geht's auch nicht hoch. Oh, ist das? Ah, ein Stein. Juhu, ich hab einen Stein. Ein Stein? Was haben wir denn hier? Schädel. So. Ja. Die Wand habe ich schon eingeschlagen. Da. Okay. Das eine. Mm, was haben die denn Feines zu essen? Oh, ach, guck mal da. Der war ja. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Oh, really, really nice. Gut, ohne ist nichts. Okay. Ja, da hinten. Ach, hier sind Notizen. Oh, krass. Also, es liegen jede Menge Bücher und so. Ja, ja. Ah, ja, genau, aber, das ist ein Bauplan. Ja, hier ist was zum Einsammeln. Das ist ein Bauplan. Was war denn das? Nee, das ist nur eine Kassette. Das ist nur eine Kassette. Was anderes ist, hier liegt nur eine Kassette rum. Das ist. Kassette mit Nebenwirkungen. Habt ihr das auch gerade gehört? Ja. Das war ich. Ach so. Andi hat Hunger. Nee, kalt ist. Nee, ist kalt. Also. Ich dachte, das waren Blähungen. Ja, ja, Andi kriegt Blähungen, wenn ihm kalt. Oh Gott! Ach. Wo kommt der her? Der ist durch die Mauer. Weg mit der Mauer. Ich hab Angst. Der hat ein ganz fieses Verrungel am Bobolo. Das sind tatsächlich, das ist ein neuer, der ist so ein bisschen blau, oder? Jawohl. Ich hab mal angezündet. Sehr wirklich, schön. Ich dachte, das wäre spontane Selbstentzündung gewesen. Oh. So. Nice. Anstatt man sagt, danke Andi, du hast uns das Leben gerettet, weil du ihn angezündet hast.
Danke, Andy, du hast uns das Leben gerettet, weil du ihn angezündet hast. Das war jetzt nicht glaubwürdig. Danke, Andy, dass du uns gerettet hast, weil du ihn angezündet Großartig. Hast. Großartig, wie wären wir sonst hier durchgekommen? Ich kann es mir nicht anders erklären. Das hat ich kann es mit nicht dir, glauben. Ich kann es nicht glauben. Nein, halt, nein, das und finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das Lob, dass wir da durchgekommen sind, gehört eigentlich dem abgefackelten Balni. Weil der ist ja da durch, nicht der Andi. Der Andi hat eigentlich nur Schelver angesteckt. Oh, oh, ich höre schon wieder Geräusche. Das war diesmal ich. Ach du Scheiße, und das? Das ist ein Tor. Und ein Balni. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Bist du wieder? Nee, da hoch sei. Hä? Burn, Motherfucker! Ah, okay. Alles klar. Danke, dass du mich hier. Bitteschön. Du weißt auch nicht ganz zu zählen. Wow, das ist. Komm schon. Jetzt. Jawollo. Nice. Alle drauf einhacken, Haut holen, Rüstung. Jawollo. So. Ich würde fast sagen, bevor wir jetzt. Bevor wir jetzt auch. Oh, was haben wir hier? Das ist ein Tor. Mit ein paar Kannibalen dahinter. Aber das kriegen wir cool. So nicht auf. Hm. Ja, warte, ich hab Sprengstoff dabei. Ja, da ist aber auch keine. Moment, aber mal, bevor da, du. Da ist ein Podest, da ist ein Podest, ich hab was. Ja, aber warte bevor kurz, du jetzt. Warte kurz. Bevor wir jetzt hier aufmachen. Ja, genau. Das ist Indiana Jones mäßig. Ja. Ey, wer hat das jetzt gedrückt? Aufgemacht? Wer hat da Stein draufgelegt? Wir müssen noch mehr drauflegen, das bevor wir da jetzt drauflegen, machen wir ein Folgenpäuschen. Guck mal, er guckt. Wie er schon rausguckt. Niedlich. Lass ihn. Ja. Er will doch nur spielen. Sehr schön. Kennt ihr das, wenn man einfach so auf der Stelle tritt? Nein, ja, jedenfalls, das war's mal wieder mit The Forest. Es wird wieder in der Höhle weitergehen. Da fühlt sich ja der liebe Flo von For You am. Ne? Nein, ich fühle mich am wohlsten im Wald, das weißt du doch. Ja, und in der Grube, und da das ja so ähnlich ist. Ja. Naja, egal. Auch keine Kohle. Ja, ist auch wieder wahr. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Seid auf jeden Fall wieder das nächste Mal dabei. Jungs, habt ihr noch was auf dem Herzen? Dann gehen wir durchs Tor. Ne? Richtig. Das nächste Mal. Genau. Dann gehen wir in die Zauberkugel. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.